It's stunning. Ey, hier kommt doch bestimmt ein Fight. Das ist wieder so eine Fight Area. Please, save us. Okay. Are you trying to tell us about something hidden here? I don't know. Ich find's halt unironisch irgendwie süß, das Viech. Ich find's unironisch süß. Aber vielleicht bin ich auch ein Psycho. Oh, was ist denn hier los? Conception. Okay, ich kann es auf jeden Fall nicht angreifen. Where did it go? Wie, where did it go? Ich bin neben ihm, Bruder. Wie hast du ihn verloren? Zerfetztes Tagebuch. 19. Juni. Heute kam ein seltsamer Mann in unser Dorf. Er sagte, ich könne ihn Bruder nennen, wenn ich nichts dagegen hätte. Oh. Wahrscheinlich war das Scar. Das Tagebuch ist dann eben von dem Viech, was uns da verfolgt. Er war wirklich freundlich, aber aus irgendeinem Grund fühlte er sich anders an als die Leute in meinem Dorf. Er schien viel über mich zu wissen und er sagte sogar, wir seien von derselben Art. Er erzählte mir ein wirklich seltsames Märchen. Er hat sich nicht verändert, Bro. Also, der erzählt anscheinend gerne Märchen einfach. Das Ende des Märchens war irgendwie beängstigend, aber die Realität war sogar noch beängstigender, sagte er. Dann fragte er, was würdest du tun, wenn du das kleine schwarze Lamm wärst? Bevor ich eine Antwort überlegen konnte, war er schon mit einem kryptischen bis zum nächsten Mal gegangen. Ich erzählte meinem Vater davon, aber er sagte, dass niemand wie er jemals unser Dorf besucht hätte. Wer könnte er sein? Okay. 20. Juli. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Verschmierte Wasserflecken. Wenn ich nur nicht so schwach wäre, hätte ich diese Tacit-Dissonanzen vertreiben können. Wenn Sissy mich nicht hätte schützen müssen. Es muss einen Weg geben. Vater sagte, ich könnte die Frequenzen der Tacit-Dissonanzen und der Menschen manipulieren. War sie also vielleicht sogar diejenige, die die beiden zusammengefügt hat? Sissy, es tut mir so leid, dass du jetzt so aussiehst. Es ist nur vorübergehend. Ich werde alles tun, um dich in den Zustand zurückzubringen, in dem du vorher warst. Ich weiß, du kannst mich noch hören. Vater hat es mir versprochen. Er wird sicher einen Weg finden, um zu helfen. 17. Dezember. Seit dem Vorfall sind 3 Monate vergangen. Vater scheint nicht zu bemerken, dass ich immer noch ein Tagebuch führe. Er hat mir das Notizbuch gegeben, aber wenn er herausfinden würde, dass ich über alles geschrieben hätte, würde er wütend werden. Er befiehlt mich zu tun, was er sagt. Er befiehlt mir zu tun, was er sagt, aber okay. Und meine Kräfte zu nutzen, um die Frequenzen der Tacit-Dissonanzen neu zu kombinieren. Aber wenn jemand die Wahrheit herausfindet, dass Sissy, die verschwunden ist, tatsächlich versucht hat, mich zu schützen und dann gestorben ist und dass sie dann in eine schreckliche Tacit-Dissonanz verwandelt habe, sie werden mich als ein Monster sehen. Ich werde verbannt werden und niemand wird mich jemals verstehen oder akzeptieren mit dem, was ich tun kann. Niemand außer ihm. Aber werden die Toten wirklich durch Frequenzmanipulationen zurückkommen? Und wenn ja, was würde mit ihren zersplitterten Seelen geschehen, die in ihren neuen Körpern gefangen sind? Ich weiß es wirklich nicht. 8. Februar. Jeden Tag fühle ich mich immer unruhiger. Die Leute im Dorf verschwinden und diese Tacit-Dissonanzen, die Vater zurückgebracht hat. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas sehr falsch ist. Aber ich bin gefangen, wie eine Motte zu einer Flamme, unfähig, diesen dunklen Weg zu verlassen. Ich weiß nicht, was mein Vater getan hat. Es muss etwas Schreckliches gewesen sein, für die Spannung und Unruhe hier. Ich darf nicht mehr nach draußen und wenn ich frage, warum, weicht er aus. Wenn der Preis für die Erfüllung meines Wunsches mehr Blutvergießen ist, ich...
Kein Datum. Die Dorfbewohner haben unser Haus umzingelt. Sie müssen alles herausgefunden haben. Der Mörder ist das, was sie jetzt von mir denken. Oder vielleicht auch von meinem Vater. Was macht es jetzt noch für einen Unterschied nach allem, was passiert ist? Kann jemand kommen und mich retten, wenn ich den Preis für das Dorf Queechy zahlen muss, dieser Name? Wenn es einen Gott gibt, ich hoffe, sie können mein Dorf retten. Am Ende des letzten Tagebucheintrags siehst du eine Nachricht in einer anderen Handschrift. Es scheint, du bist der Glücklichere. Okay. Neuer Gegenstand, ein Tagebuch. Erzähl mir mehr, tell me more, tell me more. That girl just wanted to save her village. Ja, das stimmt. But those sacrifices didn't lead to redemption. Smart. I guess the tacit discord we saw stayed here to convey her last wishes. Please excuse me. Alles gut, Jengel. It's getting a bit too cold here. Can we head back now? But girl. Girl. Du könntest dir auch einfach... Girl. Zieh doch eine Weste, girl. Warum nimmst du dir keine Weste, girl? Was soll das? Okay. Sorry, Rover. I didn't feel comfortable down there. Ja, natürlich nicht so freizügig, hallo. The air was heavy in that place. Without any wind to speak of. But I could still feel so many emotions and desperate cries for help. I couldn't handle it. Konnte es nicht mehr. The villagers were a complex mix of emotions. Hope, resentment, and despair. Alles scheiße. And as I read the diary, I could feel the intense sorrow and longing of its owner. What was the diary's owner longing for? Was it the peaceful life she once had? Or did she miss her only family? The person who pushed her towards such a tragic end? My apologies. I got lost in thoughts again. All good, Yang Yang. Du bist eine nette Person. Du bist einfühlsam. I wish I could say such tragedies won't happen again. But I still lack the confidence to make that claim. Ich bin immer auf deiner Seite, Girl. Ich bin immer auf deiner Seite. It was tragedies like this that made me want to become an outrider. To become someone with the strength to stop them from ever happening again. Dafür bist du anscheinend nicht mal so stark. Du bist nur ein Forster. Was soll die Scheiße? Sei mal ein Five-Star wenigstens. I cannot stop the lament. But at least I should do everything in my power to help those affected by it. Ich vertraue dir und ich bin bei dir. Really? Thank you, Rover. Gar kein Ding. Dwelling on it won't do us any good. Let's go. I'll compile a report on what happened here and send it in along with the clues we've gathered. Yes, let's go back. Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam gegen die Welt! Akt 3, Quest abgeschlossen. Akt 4, freigeschaltet auf Stufe 14. Allianzstufe und Allianz-EP. Sammle Allianz-EP, um die Allianzstufe zu erhöhen und somit mehr Quests und Spielinhalte freizuschalten. Du kannst auf die folgenden Weisen schnell Allianz-EP erhalten. Schließe die Aktivitäten-Quests ab, meine Fresse. Verbrauche Wellenplatten. Schließe verschiedene Quests ab, öffne Truhen und schließe Spielinhalte in der Oberwelt ab. Im Handbuch kannst du die empfohlenen Quests für die aktuelle Stufe einsehen. Achso, ich habe das noch nicht geschafft. Unheilvoller Stern. Habe ich das noch nicht, oder? Habe ich anscheinend noch nicht, wenn ich das gerade richtig verstehe. Aber gut, einfach mal weitermachen hier. Einfach mal direkt ein bisschen weitermachen. Okay.
Oh, was? Warte. Das ist gerade vollkommen random aufgeploppt. Rückkehr des wilden Herzens. Achso, das hat mich jetzt einfach auf eine andere Quest gelenkt. Das wollte ich nicht. Nein, ich bin ausgezogen. Ich bin unabsichtlich gerade ein bisschen rausgetappt. Das war nicht so geil. Oh, hä? Wir müssen doch woanders. Bin ich lost? Also manchmal drücke ich halt einfach V, um halt nochmal so mir vors Auge führen zu können, wo ich hin muss. Dann wird halt manchmal eine Quest, die frisch aufgeploppt ist, drangenommen einfach. Aber okay. Alles gut. Alles bestens. Alles gut. Alles gut. You're still in one piece. Alter, übertreibst du ironisch. Okay. Anything new about the tokens? Ziemlich viel sogar. Ich glaube, du hast einiges verpasst. Du hast Trishia von allem im Dorf und im Hochland erzählt. So those Fraxetus goons are here in Jinjo now? Things are more serious than I thought. Ich frage mich nur, was die vorhaben. Wollen sie uns vielleicht einfach weiter Märchen erzählen? Beats me. I've only ran into some bozos before. Same. So sehr ich Scar bislang liebe, aber der Typ ist auch ein Idiot da. Those wackos are hell-bent on making their own resonators. Said there's no right or wrong when it comes to resonance powers, and everyone should have the right to them. They use mechanical manipulation to integrate parts of tacit discords into human bodies. Seeking power with such gruesome acts. I cannot bring myself. Natürlich nicht, du bist die liebste Seele der Welt. Du verstehst gar nichts, was irgendwie nicht zu 100% nett ist. Also wirklich, ich liebe dich, Yang Yang. Bleib so, wie du bist. That Scar guy you mentioned sounds like he's on a whole other level. How did the fight go? Um ehrlich zu sein, relativ easy. It seems he didn't intend to kill us. I would even say he was pulling his punches. Hoffentlich hält er sich nächstes Mal nicht zurück, der kleine Bastard. I don't know what he wants from us. But Madam Magistrate may have intended to hint something by letting us run into him. Ja, haben wir schon erfahren. Chinchi hat anscheinend einiges vor mit uns. Ich hoffe, wir treffen sie bald. What happened in that village? I went over the files. That case is ancient. It was dealt with and archived way before our current magistrate took office. What happened to the village in the end? Gute Frage, nächste Frage. Don't worry. The crooks were brought to justice and most of the villagers were relocated to new settlements. But I didn't find anything in the files about that little girl you mentioned. So Scar really did take her away. Aber er hat ihr nicht geschadet. Er war anscheinend ein guter Dude. Aber eventuell ist er auf den falschen Weg gekommen. Oder eventuell sind die gar nicht so scheiße, wie ihr denkt. Vielleicht gibt's nur ein paar viele schwarze Schafe. If only we could capture him. Ja, oh mein Gott, lass ihn zu meinem Boyfriend. Ja. I'm so lost. Why did Madam Magistrate point you to Chichi Village anyway? Und wann darf ich sie treffen? To tell you with that. Mann. And that Scar went there to tamper with the site and mislead you with fake clues. Oder vielleicht ist es komplett andersherum. Der Typ war zwar confused und ein bisschen dumm, aber er wollte ehrlich sein, glaube ich. Hätten wir ihm nicht dreimal die Fresse geschlagen. You mean the Fraxidus was planning to tell you something about what had happened in that village. Then our magistrate intercepted by leading you there before they could? Oh, ich würde ehrlich nochmal das Ganze gerne einfach spielen und schauen, was passiert wäre, wenn ich ihm nicht in die Fresse geschlagen hätte. Madam Magistrate knew they were going. Kannst du sie nicht einfach Chinchi nennen, Junge? Was für Madam Magistrate? Immer, immer wieder. Her token was a warning that the Fraxidus had their eyes on you. Ja, aber wir waren nie in Gefahr. Scar war ein guter Boy. Erinnere dich an die Gastfreundschaft. You mean she's got someone looking out for you? Ja, ich hab da so einen kleinen Guess. Or maybe she prepared other means of protection. Ja, einfach Fresse halten. Nee, oh Gott. Legendary figure who changed Jinjo's history?
A looming war with the resurrecting Thrinodian and the Fraxidas acting in the shadows. If all of these have something to do with your true identity, then who exactly are you? Yang Yang, ich bin dein Vater. Es wäre ein cooler Plot-Twist, aber ich hoffe natürlich, dass Chinchi da eine Antwort drauf hat. Come to think of it, the sundial's the last token we need to work out. Das stimmt. Und hoffentlich schaffen wir das bald. Mr. Mortify said it's an intricate puzzle box. Madam Magistrate might have had a real message inside. Stimmt doch beides, oder? Also. Yes, it's the south. Represented by the vermilion bird, one of the four symbols. Now we have the Shichen of Wei and vermilion bird. We should be able to solve the puzzle. Natürlich, wir sind immerhin auch klug. Bisschen Black Screen, schadet nicht. So Rover, you gonna try it now? Ich werde es versuchen. Symbols on the larger disc represent time. And we need to align the correct symbol with this pointer. It should be... Bitte? Bitte? Der Shichen von Yo oder der Shichen von Wei? Ich glaube Wei, also das habe ich schon mal gehört. Jetzt, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, bin ich lost. Habe ich irgendwas vergessen? It's working. Ja, so nämlich. Symbols on the smaller disc represent direction. And we need to align the correct symbol with this pointer. Easy. It should be... We have Teal Long of the East, White Tiger of the West, Vermilion Bird of the South, and Black Tortoise of the North. According to the clues we've gathered, it should be... Der Süden. Ich würde mal sagen, ich bin der Kluge hier. Der Kluge. Oh. Eine Schatzkarte oder was? Das ist also die letzte Nachricht, die Chinchi für mich hat. Das ist der Ort der großen Bibliothek von Shinshu. Wait, I don't think it's something we're allowed to see. Hey, all gut. Ihr seid Freunde von mir. Wir sind eins. Wir sind ein Squad. Wir haben das alle zusammen geschafft, Mann. Come on, just go ahead and see what's written inside. Aber kommt mit, Mann, wir sind ein Squad, bitte. Kraft euch her. Wir sind eins, wir sind Hand in Hand durch alles durchgegangen. Okay, Shishia war jetzt nicht so hart mit dabei wie Yang Yang, aber... Shit happens. Aber ich erzähle euch trotzdem davon. Es geht um die große Bibliothek. I see. The grand libraries in Huanglong are renowned for their vast databases, holding valuable information about the regions they represent. Their exact locations are kept confidential. But it is believed the grand library. Woher soll ich auch wissen, dass du fertig bist, Homie? Abgeschnitten alles. Managed by the regional sentinels. Accessible only to the magistrates. They're rarely open to the public. Kind of like a big piggy bank inside the city hall, data-wise. Yes. You'll find the most comprehensive and accurate information there. Ja, dann lass hingehen mal. Rover, if you need to visit the Grand Library in Jinzhou to find out who you are, I think it suggests two things. By the way, die Hauptstory wird man auch bald skippen können. Was ich auch relativ nice finde für die Leute einfach, die keinen Bock drauf haben und eben einfach nur grinden wollen. Nebenstories skippe ich ehrlich gesagt auch. First, there is a strong link between your past and Jinzhou's history. Das wissen wir schon, true. Second,
You must be a really significant person. Das hätte ich dir auch schon selbst sagen können. Aber gut, dass du es gerafft hast. So you're super important to Jinzhou. Maybe even all of Huanglong. Vielleicht auch einfach eure Gottheit. Wow. I think we stumbled upon a real big shot when we didn't even know it. Wir sind trotzdem Girlfriends. Also gut. Something wrong with the sundial? Ey, Robo, du musst nicht auf stumm spielen, ne? Du kannst reden, das haben wir schon ein paar Mal mitbekommen. Okay, wo ist denn das Ganze? It is Jinzhou's political center. And it's also located at the city center. If that's what you mean. The city hall was built when Jinzhou was established. It's a popular landmark for locals giving directions. Why do you ask, Rover? Nur so. Nichts Besonderes. See, what did I say? Covert ops. Real confidential stuff going on. Ich mag dich. Du bist cool. Du bringst einfach einen coolen Vibe rein, Shishia. Ehrlich. Come on, Yang Yang. It's just a one-on-one meeting with Madam Magistrate. What's the worst that could happen? Aber ehrlich, Yang Yang, ein bisschen beruhigen ja mal. Relax, relax. So. Genau. I guess you're right. Still, please be careful. Ey, ich bin so careful, ey. Ich werde die Nacht mit dir. Ja. We'll be waiting. Durchreden. Jinzhou ist halt wirklich vom Design her so ein cooler Charakter. Akt 4 freigeschalten. Oh, oh, oh. Routenkarte der Großen. Okay. Kann ich mich da auch direkt hintippen einfach? Ich würde behaupten, ja. Erstmal ein bisschen laden. Ein bisschen beruhigen. Story ist eh komplex. Dann rein da. Meine Wimpern sind wieder so lang. Ich muss sie manchmal so in mein Augenlid schieben. Bisschen uncool. Die obere linke Ecke der Karte trägt eine Markierung. Dies könnte auf den Standort des Rätsels hinweisen. I see my way clear. Aber bin ich dumm oder ist es nicht hier gewesen? Oh. Ich glaube, ich habe ein leises, murrendes Geräusch gehört. Ja, gut. Rein da, rein da. Achso, das ist eine Herausforderung. Oh. Ja, rein. Rein da, rein da, rein da. Gut. Junge, ich und mein Homie, ich liebe ihn. Das ist mein Bro. That must be the entrance to the database. Aber gibt's hier wirklich Gefeite? Obwohl das im Rathaus einfach so ist, einfach chillig, ein bisschen fighten. A part of the building is submerged,